Bei dem YouTuber Montana Black passiert momentan ziemlich viel und nun gab es bei ihm eine Hausdurchsuchung und nun geht's ab in die News. So, Mann, Mann, wir haben eine Breaking News. Bei der Privatwohnung des YouTubers und Livestreamers Montana Black hat es heute eine Hausdurchsuchung gegeben. Montana Black hat das Ganze selber sogar öffentlich gemacht. Er schrieb heute auf Twitter, eine Hausdurchsuchung am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, Kappa. Zusätzlich hat er ein Bild von einem Schriftstück vom Amtsgericht Stade auf Twitter gepostet. Das Ganze hat sich heute Morgen ereignet. Die genauen Umstände, warum es eben diese Hausdurchsuchung gab, sind weiterhin noch im Unklaren. Die Polizei hat sich der Osnabrücker Zeitung wie folgt geäußert. Zitat: Es laufen mehrere Verfahren, eine Veröffentlichung der genauen Vorwürfe würde das Ermittlungsergebnis gefährden, so ein Polizeisprecher. Ich selber habe Montana Black hierzu auch um eine Stellungnahme gebeten. Montana Black hat mir mitgeteilt, dass er sich wegen dem laufenden Verfahren hierzu nicht im Detail äußern möchte, allerdings hätte das nichts mit Drogen oder Steuern zu tun. Montana Black hat auf Twitter angedeutet, dass er sich dazu zukünftig vielleicht äußern wird, er möchte das allerdings morgen mit seinem Anwalt abklären. Also Stand jetzt kann man sagen, die Lage ist noch ziemlich undurchsichtig und laut Recherchen der Osnabrücker Zeitung ginge es bei den Ermittlungen unter anderem um einen möglichen Verstoß gegen das Waffengesetz. Aber hierzu muss man klar sagen, das ist noch nicht von offizieller Seite bestätigt. Die Polizeibehörde gibt hierzu erstmal keine näheren Informationen ab, weil sie eben auch die Ermittlungsergebnisse gefährdet sieht. Ich selber habe ebenso der Polizeibehörde eine Anfrage geschickt. Sollte ich hierzu eine noch darüber hinausgehende Stellungnahme bekommen, werdet ihr es hier von mir erfahren. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Das ist so geil. Okay, aber schön, dass ich nicht für diese ranzige Trash-Talk-Show geworben wurde. Ich muss erstmal sagen, die Farbe dieser Weste hat absolut keine Bedeutung. Das sei erstmal gesagt. Gut, ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ich finde es erstmal sehr lustig, dass der Mann auch eine Hausdurchsuchung wegen Verstoß gegen das Waffengesetz anscheinend hat. Das hatte ich ja auch. Das war mein erfolgreichstes Video mit fast 1,5 Millionen Aufrufen irgendwie. Und was soll denn das sein? Also wahrscheinlich wegen Messern. Der wird bestimmt Butterfly-Messer irgendwo gepostet haben oder sowas ähnliches, würde ich mal vermuten. Weil echte Waffen kann ich mir nicht vorstellen. Ja, sonst, ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Also, ich bin auf jeden Fall gespannt auf News dazu. Nicht zu verwechseln mit Nudes. Gut, aber jetzt mal